ja, ich blicke schon optimistisch nach Pyeongchang bei so einem Großereignis. Es ist halt diese Momentaufnahme. Da blickt natürlich die ganze Welt auf einen. Man hat selber sehr hohe Ziele und muss dann genau an dem Tag X einfach die Bestleistung abrufen. Als ich das erste Mal im Olympischen Dorf war und dieses Flair erleben durfte, es war so unglaublich. Und da habe ich auch verstanden, was das bedeutet, dabei zu sein. Ich selber habe in Sochi gar nicht so diesen ganz großen Druck gespürt. Für mich persönlich war das einfach ein Tag, der von A bis Z daneben ging. Es hat nichts gepasst. Da ich ja nicht so gut abgeschnitten habe, habe ich gesagt, ich will unbedingt noch mal zu den Olympischen Spielen. Und habe mir dann leider 3 Wochen vor den Olympischen Spielen den Fuß gebrochen. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, dass man sich nicht zu sehr mit dem Vergangenen beschäftigt, sondern dass man dann relativ schnell sagt, okay, abhaken, nach vorne schauen und ja, weiterarbeiten. Also beim Sport muss man schon diszipliniert sein. Aber ich wollte es ja. Das war mein eigener Wille. Und ich war auch immer positiv dabei. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach motiviert ist bei dem, was man jeden Tag macht. Und ich suche da schon immer so gewisse Herausforderungen, wie ich mich täglich fordern kann. In der einzelnen Trainingseinheit, aber einfach so aufs ganze Jahr gesehen. Und mir macht es schon Spaß, einfach was Neues zu erkunden. Und gerade ja, mit der Reiserei, mit dem Bergsteigen, das ist so, dass man sehr oft an Regionen kommt, die man sonst vielleicht gar nicht besucht hätte. Und das macht mir schon Spaß, so diese kleinen Abenteuer im Alltag immer wieder so zu entdecken. Die Erde bebt und krumpelt. Schwarz, Rot, Gold, überall, wo man hinschaut. Laura Dahlmeier, die wird getragen. Diese Kulisse, das ist wie ein fliegender Teppich. In 10 Jahren kann ich mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, dass ich noch aktiv im Biathlon-Zirkus unterwegs bin. Ich hoffe, ich habe dann die Olympischen Spiele nochmal positiver in Erinnerung. Wäre natürlich schön, wenn man dann irgendwie in die Vitrine geht und da Olympiamedaille sieht. Nachdem ich die Karriere beendet hatte, hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Also ich gehe arbeiten und danach sehe ich zu, dass ich trainieren kann. Aber irgendwie ist das immer noch im Kopf, dieses, ich will jetzt am besten sein.